Willkommen, da sind wir wieder zurück bei Black Desert Online und wir stehen am nächsten. Wir sind in Glitch angekommen und ich gebe die Balance-Geschenk bei 1000, Alter. Kreatur mit vielen Beinen. Ich muss echt mal hier mehr. Für Wissen muss ich echt mal mehr Freundschaftszeug machen. Aber ich will da doch mal so kriegen, das ist doch eigentlich. Relativ einfach. Ich muss echt mal einen Wagen machen. Irgendwie so ein Hofwagen. Ist da nicht einer, wo irgendwie vier Pferde ran können oder so? Keine Ahnung. Irgend so was. Auf jeden Fall muss ich mir so einen fetten Wagen besorgen. Und ab nach da. Komm, ich reite von Hand. Das geht schneller. Wollen wir nicht so sein. Das geht alles ein bisschen flotter. Im Endeffekt reite ich eh den gleichen Weg. Weil ich keine Lust habe, hier groß abzukürzen, weil da alle möglichen Viecher sind. Gut, die würden mich nicht angreifen, aber da das Pferd nur Level 6 ist mittlerweile. Nein, noch Level 5, fast Level 6. Greifen die Viecher natürlich den, ihr hört es schon im Hintergrund. Der zieht natürlich total aggro, der Flash. Auch wenn der durchflitzt wie so ein Irrer, zieht der trotzdem aggro. Und ja, was ich eigentlich gucken wollte, ich wollte eigentlich mal ein bisschen. Ich kann gleich, wenn ich in Heidel bin, kann ich einmal kurz brüten. Ah, nicht brüten, Quatsch. Züchten. Züchten. Breeding. Jetzt bin ich vom Breeding auf Brüten gekommen. Total dumm. Nee, ich kann mal das Breeding testen. Ich habe zwar nichts Großartiges, was man jetzt verballern könnte. Außer T1 Pferde auf dem entsprechenden Level. Die mir eigentlich nicht wirklich viel bringen. Also eigentlich bringen die mir gar nichts. Außer, dass sie wieder Platz wegnehmen. Aber ich kann die immer noch verkaufen. Zur Not für ein paar Silber, was soll's. Oder ich kann die, keine Ahnung. Hier, so einen Wagen brauche ich, wie der gerade an mir vorbeigefahren ist. Damit dann den voller Handelskram packen und dann gib ihm. Wie stehen so viele Wachen, mein Gott. Und dann gib ihm. Dann geht's richtig ab. So. Wisst ihr was? Das können wir ja mal machen. Komm, wir machen jetzt mal hier Horse Breeding. So, ich zeige euch mal, wie das geht. Ich habe es jetzt auch erst rausgefunden, deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Nicht mit dem Pferd natürlich, sondern mit den anderen. Ich muss nur mal gucken. Hallo? Ach, da ist es. Man sieht ihn nicht. Wie viel habe ich denn hier? 6 von 7. Das ist schön. Das heißt, wenn ich den abstelle, kann er mal eben erholen, brauche ich den gar nicht. So, ich habe Rang 1 Pferde. Ich habe übrigens eine tolle Internetseite gefunden, die ich mal eben öffnen werde. Nur um das mal aus. Nur um euch zu sagen, was da rauskommt. Weil das dauert eh ein paar Stunden. So, lasst mich mal gucken. Ich habe nämlich so ein von blacked.de. Also blacked. Das ist auch irgendwie. Naja. Dann sage ich nicht zu. So, wir haben Rang 1. Männlich. T1. Level 11 sehe ich da oben. Nein, nicht Level 10. Ich muss hier Level 11 eingeben. Und 0 mal gestorben, ja. Und lang ist weiblich. T1 und Level 12. Das heißt, wenn ich das simuliere hier, habe ich momentan eine 52-prozentige Chance, dass ein T2 Weibchen rauskommt. Eine 7,4-prozentige Chance, dass eine ein T2 Männchen rauskommt. Und tatsächlich 40-prozentige Chance, dass ich aus den beiden ein T3 Pferd in männlich bekomme. Mir fehlt auch nur relativ wenig, wenn ich jetzt hier schiffe, was von wegen 5 Punkte. Das heißt, wenn ich den einen, das Weibchen hier zum Beispiel, hat fast Level 13. Wenn ich jetzt auf Level 13 klicke und das simuliere, dann habe ich für den T3 nur 35%. Nee, das ist, dann habe ich keine, dann habe ich nur noch T3 zu 38 und zu 35. Das heißt, okay, ich muss noch, da muss ich noch ein Level machen. Da muss ich mit dem Pferd nochmal ein Level machen, sonst lohnt sich das noch nicht. Ich könnte aber den hier schon mal in den Zuchtmarkt packen. Natürlich nur für mich. 35.000 werden berechnet. Ja, den kann ich schon mal reintun. So. Der ist jetzt auf dem Zuchtmarkt registriert. Kann man hier auch nochmal nachgucken. Wenn ich in den Stall gehe und in den Zuchtmarkt, dann sehe ich registriert. Da, das sind meine. Und hier meine Pferdeliste. Genau, das sind meine. Und jetzt kann ich hergehen und mir das Pferd. Achso, das steht ja schon hier. Ich habe es noch nicht gesehen.
Ja. Wie viel habe ich hier? Guck mal. Da fehlt nicht viel bis zum Level Up. Und wenn ich ein Level Up mache, hallo, kriege ich fast mit absoluter Sicherheit, bis auf, ja, mit 75%iger Sicherheit kriege ich einen T3-Pferd aus den beiden T1ern. Deswegen sollte man das natürlich tun. Deswegen sollte man das mal durchrechnen, was jetzt am besten funktioniert. Weil so lohnt sich das dann echt, weil, ne, sonst muss ich wieder die zwei Pferde und bla und das nächste fangen und wie auch immer. So, jetzt gehen wir das hier jetzt mal ab. Zack. Und habe das abgeschlossen. Gucke ich nochmal. 5,12. Funktioniert also immer noch. Und dann bitte dahin. Burg Kalfeon. Scheiße. Mit Pferd bitte. Richtig alleine laufen. Aber das finde ich gut, dass ich dann den. Oh, jetzt steige ich wieder ab. Was mache ich denn hier? Skat, du bist aber heute echt eine hohle Frucht. So. Wie ihr euch denken könnt, je höher das Pferd im Level, desto länger braucht es, bis es hochlevelt. Wer hätte es gedacht? Desto länger dauert der ganze Kram. Was mich ein bisschen wundert, ist die Tatsache, dass in der Liste, es gab nach dem einjährigen Jubiläum im März, gab es einen so ein Infochart, was so alles so passiert ist, wie viel Gold gesammelt wurde auf Europa und Amerika Servern und bla bla bla. Ich gebe das hier einfach mal ab, ne, da steht eh nichts Tolles. Und Pferd dahinter. Na, jedenfalls habe ich dann mir gedacht, okay, ist ja interessant. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, war dann bei den Pferden. Beziehungsweise vorhin hat mich was anderes stutzig gemacht. Ich weiß nur nicht, ob das aktuell war. Weil, ich mache mal hier runter, damit ich auch sehe, wie lange die Folge geht. Das wäre natürlich ein Traum. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist die Tatsache, dass, also, ne, mit wie viele T1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Pferde es auf den einzelnen Servern gibt, stand dann da drauf. Und bis, ja, T7 waren dann so, also nicht ein paar hundert, und T8 waren dann irgendwie einmal 7 und einmal 6 oder so. Auf jeden Fall irgendwie immer 5 oder 5 und 8, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie nicht mal 10. Auf der anderen, das finde ich natürlich schon sehr bezeichnend, weil natürlich für ein T7-Pferd elendig lange brauchst, um den ganzen Kram hinzukriegen. So ein T7-Pferd ist machbar, weil du ja T5-Pferde teilweise geschenkt kriegst, und wenn du dann die hochlevelst, lange, dann könnten aus dem T5-Pferd theoretisch mit ganz viel Glück T7-Pferde kommen. Und bei einer Million Spielern können da ruhig mal 300 Stück rauskommen. Dann ist die Prozentzahl immer noch sehr, sehr gering, aber es würde theoretisch hinhauen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es laut dieser Internetseite, die das berechnet, ich weiß nicht, ob die da auf dem neuesten Stand ist, ich bin mir selber nicht ganz sicher, laut dieser Liste gibt es in Europa und Amerika noch keine T8-Pferde. Was ich jetzt nicht weiß. Ich weiß, dass es bis Tier 10 irgendwann mal gehen soll. Zum Beispiel dieser mal vorgestellte, in den nächsten Jahren erscheinende Pegasus. Der soll T10 werden. Aber den kann man, glaube ich, eh nur kaufen hinterher. Aber es soll bis T10 gehen. Und die sahen auch richtig krass aus, die T10-Pferde. Die waren richtig heftig. Die waren nicht hier so billig mit ihren kleinen dünnen Beinchen, sondern die waren richtig. Waren richtige Oschis. Voll die Kanten wandert. Und entsprechend schnell natürlich. Ja, aber wie. Ja, gut. Zu uns kommen die sowieso mal ein bisschen später. Ja, alles ein bisschen verzögert. Aber wie lange das jetzt. Also, ich weiß nicht, ob es T8-Pferde schon gibt. Wenn ihr eine Ahnung habt, gerne in die Kommentare. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, ob es die jetzt bei uns schon gibt oder ob es die bei uns nicht gibt. Es wäre natürlich dann das zu erreichende Ziel, ein T8-Pferd zu bekommen. Was natürlich elendig lange dauern wird. Habe ich eigentlich hier einen komischen. Warte mal, hier ist doch. Guck mal hier. Hier ist doch so ein komischer Esel drin. Warte mal, ach, es reicht am Stall. Stall. Wenn ich das Pferd abstelle. Ach nee, ist Olvia. Ah, okay, warte. Olvia ist natürlich ganz falsch. In Olvia habe ich nämlich noch ein Pferd. Ein Dingens. So, warte mal. Gibt es da noch eins mal abgeben, ne? Ach ja, da hinten. Hier bei dem links. Ah, genau. Da bei dem Mädel. Ah ne, bei dem Typen neben dem Mädel. So, so war's. Das abschließen. Jetzt sind wir schon bei 6%. Ja. Aber danach finde ich jetzt momentan keine Erkundungsquest mehr. Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht mehr Prozent kriegen, so richtig. Schon ein bisschen strange, ne?
Heißt, wenn ich den Striker spiele, der noch ein bisschen auf sich warten lässt, fürchte ich. Also die Dunkelklinge. Momentan sind wir so auf dem Stand, dass, um das mal kurz zu erklären, wenn das kommt natürlich alles zuerst in Korea, aber in Korea ist er jetzt seit, heute ist der 23. seit 3 Tagen draußen. Seit 3 Tagen gibt es den Striker. Ist auch schon die nächste Klasse, zumindest von der Silhouette her, angekündigt, wie sie aussieht. Das wird super. Das sah auch ziemlich cool aus. Ich weiß nicht, ob es ein weibliches Äquivalent ist, aber es sah mehr aus, als wären da irgendwelche... Ja, wie soll ich sagen? Es sah mehr aus wie eine Waffenklasse. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt ist. Keine Ahnung. Es sah mehr aus wie so eine Konkubine mit einem Kurzschwert oder irgendwie sowas so mit Schleiern und so. Vielleicht hat es mehr so einen... Ja, vielleicht hat es nicht so einen Asia-Flair, sondern vielleicht mehr so ein... Ja, wie soll ich sagen? Vielleicht geht es mehr in Richtung so was Orientalisches. Momentan haben wir ja, wir haben ja so ein paar Mittelalterklassen, so, ne, so mit Berserker, so mehr so nordisch. Und dann haben wir halt ne, Ninja und ein Samurai, beziehungsweise Maewa und Kunoichi. Und dann halt so mittelaltermäßig Hexe und Zauberer. Und Valkyrie ist ja auch eher so mittelalterlich. Und jetzt mit der Dunkelklinge, dann halt mehr so Fantasy. Aber halt auch mehr so, ja, ne? Halt auch jetzt nicht mehr so Western-Fantasy. Und der Striker ist dann wieder komplett so östliches Fantasy, so mit Martial Arts. Und vielleicht kommt jetzt mehr was so, mehr so was Orientalisches. Hätte ich, guck mal, Level Up, geil. So was Orientalisches wäre auch mal geil. Könnte man auch mal machen. Fände ich richtig cool, ey. Das sähe bestimmt auch richtig geil aus. Vor allem, ich weiß nicht, was theoretisch könnten die dann natürlich so, ne, ich meine, das Gebiet, das entsprechend ist schon da. Die kommen dann natürlich aus Valencia. Ganz klar. Also es würde sich anbieten, sowas auch nochmal einzubauen. Also ich denke mal, die werden eine ganze Liste mit Charakterklassen haben. So, die haben bestimmt noch so 10, 20 Stück irgendwo im Zettel stehen. So nach dem Motto, was machen wir denn mal? Da ist bestimmt noch eine Menge bei. Eine Menge richtig geiler Scheiß bei. Und von daher müssen wir eigentlich nur warten, bis die Jungs von Kakao Games, die alle dann auch programmieren. Ich meine, es muss natürlich funktionieren. Das ist so ähnlich wie der Werte... Jeff Kaplan mal bei Overwatch gesagt hat, dass die immer viele Ideen haben. Aber manchmal ist es auch, hast du eine Idee, aber du kriegst es einfach vom Balancing her nicht hin und es ist einfach nicht umsetzbar dann im Endeffekt. Und dann machst du und tust du und denkst dir, boah, total toll, aber du kriegst es einfach nicht so hin, dass es sich im Spiel gut anfühlt und ja, dann lässt es irgendwann. Dann hast du zwar die geilen Ideen für einen geilen Charakter, aber du kriegst es nicht umgesetzt. Oder du hast das mit Hanzo, Genji, dass du einen Charakter dir ausdenkst und im Endeffekt werden 2 raus. Weil du dir Fähigkeiten mehr oder weniger halbierst. Kann ja auch sein. Gibt ja diverse Varianten von diesem Szenario jetzt an der Stelle. Von daher, ich bin gespannt. Die haben bestimmt noch ein paar coole Ideen. Was ich nicht glaube, ist, dass sie hergehen werden und den Gender-Lock aufheben. Weil es wäre viel zu viel Arbeit. Einen jetzt zum Beispiel an der Stelle eine männliche Valkyrie zu kreieren. Zumal es auch von der Story ja gar nicht passen würde. Deswegen, das denke ich, dass das nicht passieren wird. Was kommen wird, habe ich gelesen, ist eine Second Awakening, oder habe ich gehört, ist eine Second Awakening. Also, dass man eine zweite Erweckung hat, die dann aber nicht wieder eine zweite Waffe ist, sondern halt eine Erweckung für, oder eine Verbesserung ab Level, keine Ahnung, 60 oder so, oder 58, keine Ahnung, ich denke mal eher 60. Für die, für die normale Waffe. Dass man dann, weil die momentan ist so, du wirst 56 und dann rennst du eigentlich fast nur noch mit deiner Lanze als Valkyrie rum, weil die einfach dann viel bessere Fähigkeiten hat, die viel mehr Schaden machen. Wenn du die entsprechenden Level hast, natürlich, klar. Aber, wenn dann natürlich die normale Waffe, das Langschwert, Kurzschwert, Kurzschwert, ne? Habe ich ein Kurzschwert? Ich habe ein Kurzschwert. Ne, ein Langschwert, so, ich habe ein Langschwert, ich wollte das sagen. Wenn du natürlich das dann nochmal aufbesserst, dann hat das auch wieder eine Daseinsberechtigung. Nach Level 56. Und ja, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass da noch ein bisschen was... Da soll wohl noch was passieren, so Balancing. Ich meine, im Endeffekt... Ich habe mir da diverse Videos angeguckt. Also das Balancing ist ja sowieso schon ein Albtraum momentan, wenn man es genau nimmt. Gerade im Endgame. Aber, ja, Endgame. Endgame ist hier relativ, aber... Ne? Das Balancing ist halt, die Klassen sind bei bestimmter Rüstung mit der AP-Skalierung und so schon sehr unterschiedlich. Und wenn man dann wirklich großartig dann PvP-Arena machen will und so, dann
Hat man eigentlich? Ja, eigentlich kann man nur zwei Klassen wählen, weil alle anderen sind schlechter. Und die sind einigermaßen gleich gut. Und ich glaube, das ist unter anderem die Dunkelklinge. Von daher, ja. Aber Kakao Games ist nicht schlau genug zu sagen, wir balancen erstmal alles so, dass es einigermaßen gleich ist, sondern wir bauen noch mehr Möglichkeiten ein, damit es imbalanced ist. Also ja, ich weiß nicht, ob es die beste Idee ist. Ich habe keine Ahnung. Die werden wahrscheinlich irgendwie richten, ob ich da jemals hinkomme. Das Problem ist so, ich bin ja jetzt irgendwie kurz vor, ja, das ist kurz vor, aber eine Grind-Session, so eine Stunde oder so, dann bin ich Level 53. Danach, wie das habe ich. Wir haben zwar XP-Boost und man hat ja jeden Tag hier die Stunde nochmal 100% und dann nochmal irgendwie momentan, keine Ahnung warum, aber ich habe momentan jeden Tag für eine Stunde lang, das ist, ne, hier sind 60 Minuten lang und hier sind 60 Minuten lang, dann haben wir 20%. Ausschließlich für Stufe 15 bis 55, danach dann sowieso nicht mehr. Das ist dann hier, wenn man wiederkommt und noch nicht Level 55 ist, dann wird man ein bisschen hochgepusht mit nochmal 20%. Das hier anderen haben die natürlich auch. Und von daher ist es so, ja, ich kann mal kurz hier würfeln, sehe ich gerade. Die versuchen einen wieder dran zu kriegen. Springen zum Startpunkt, yay, ein Erinnerungsfragment. Jetzt hat er auch Augen. Ach, ich habe hier die ganzen Dinger offen. Was ist denn das? Wir denken erst so die ganzen Riesenpilze und so. Ja. So, ich mache jetzt mal hier Turbo reiten, weil ich keine Lust mehr habe. Kann ja so. Ein Haufen, was? Was habe ich? 8 Aurora-Kraut und ein Haufen Aurora. Was ist denn ein Haufen Aurora-Kräuter? In welchem. Wo baue ich das Aurora-Kraut gerade ab? Ich glaube, es ist hier. Kann das sein? Nein. Hier offensichtlich auch nicht. Wo baue ich nochmal das Aurora-Kraut ab? Ah, warte, das war, glaube ich, in. Das müsste im Velia-Lager landen, ne? Tatsächlich. Haufen Aurora-Kräuter. Mhm. Habe ich noch nie gesehen, das Item. Und normales Aurora-Kraut brauche ich nämlich für klarflüssige Reagenz. Und ich habe Post. Achso, das Ding, ja, okay. Weil ich einmal rumgelaufen bin mit dem Schwarzgeist, habe ich dieses Ding bekommen. So, jetzt habe ich dem Typen auch, kann ich dem Typen auch sagen. Also, die sind immer noch dabei, die Typen zu. Er mit seinem komischen. Er ist immer noch dabei, seinen komischen Stein. Ein Steinfieder auszubrüten. So, da oben ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Hier sind jetzt die nächsten Quests. So, dann gehen wir erstmal zu dem. Zack. Ab nach Kalfeon. In Kalfeon, in der Stadt selber, haben wir eigentlich noch gar nichts gemacht, ne? Wenn ich jetzt auf die Zone gehe, Kalfeon Stadt, 4%. Zählt das mal rein. 4% der Quests in der Stadt selbst haben wir gerade mal. Völlig krank. Und Südwest-Kalfeon natürlich noch gar nichts. Allein ich bin hier immer noch Nord-Kalfeon dran. Aber das sind nur noch Produktionsquests und ich weiß gar nicht warum. Das ist ein bisschen doof. Huch. Telefon, Telefon. Was will mein Telefon denn? So. Meist habe ich natürlich Schwarzgeist. Ne, Produktion. Na ne, ist nah dran. Stadtquest. Mich interessieren natürlich am meisten die Geschichtsquest. Weil die ist ja die eigentliche Story vom Game, die wirklich der interessante Teil sind. Weil wir sind storytechnisch sind wir immer noch hier kurz vor der Stadt von Kalfeon. Im, ja, im verlassenen Land, da wo die ganzen Zombies und wo die Leute alle gar nicht mehr klarkommen auf ihr Leben. Und wie heißt das nochmal? Kontaminierte Zone. Genau. In der kontaminierten Zone sind wir momentan storytechnisch noch. So, lad mal bitte das Haus dort, damit die Fenster nicht fliegen. Danke. Das sieht nämlich doof aus. Lad mal bitte den fetten Troll. Und dem sage ich jetzt erstmal, wo irgendwas ist. This is the Bank of Hope. Ja.
Ich mach, guck mal, wie wenig Quests wir nur noch haben. Nur noch 20. Ist das geil. So. Was habe ich hier noch? Was ich jetzt auf jeden Fall noch eben mache, ist das hier mit dem Schwemmgold abgeben, weil das geht mir nämlich total auf den Wecker, da ich diese Quest immer noch habe. Ist da oben drin? Was denn hier? Ach cool. Warum kann man hoch? Huch, was ist denn hier alles? Kann man da kaufen? 11.000 Punkte. Willst? Alter! Alter, was geht ab? Shit! Shit! Viele Bilder da hängen, der wollte nur Punkte sammeln. Aber wie geil ist denn bitte der kleine Zerberus? Der kleine, hier, der. Vom Halloween-Ding. Komm, dreh dich mal um. Komm! So, natürlich nicht. Da ist ein Truthahn, weil der hat nämlich drei Köpfe. Oh, der dreht sich natürlich nicht um. Hallo, komm. Tja, voll geil. Alter, ist schon ganz schön crazy hier. Die Flagge ist mega. Okay, aber das wäre mir ein bisschen zu eng. Wäre mir ein bisschen zu eng. Muss ich sagen. Wäre mir ein bisschen zu eng. Das Haus ist zu klein. Also gibt es deutlich geilere und größere. Die sind nur meistens auch sehr beliebt. Das ist das Problem. Und generell Kalfeon. Ich weiß nicht, aber in den Kalfeonen Rang 1 Haus. Pff, da musst du aber lange, musst du lange für kochen, ey. Da musst du viel zu viel für machen. Ja, wir machen das alles der Reihe nach. Wir gehen jetzt demnächst. Gehen wir nach Kalfeon und machen die ganzen Kalfeon-Stadtquests. Eine nach der anderen. Das wird richtig witzig. Machen wir hier eine Quest nach der anderen, bis wir die alle haben. Also nicht alle, sondern so viele wie geht. Aber erstmal geben wir die Schwemmgold-Quest ab, weil die ist ja auch schon hier. Das haben wir nämlich jetzt endlich mal gemacht. So. Dann nervt ihr nämlich auch nicht mehr. Wir hatten hier schon so ein bisschen angefangen. So ist ja nicht. Ja, schön. Was kriegt dafür? Verarbeitungs-EP, geil. Lehre der Verarbeitung, Kupfer und Zinn. Machen wir später. Verarbeitung. Oh, Geselle 9, immerhin, das geht klar. So, was ist mit ihm hier? Meldet dran illegale... Und ich muss noch irgendwo den Kepler-Hügel... Wo? Wer wollte denn wissen, wo der Kepler-Hügel ist? Ich sehe es gar nicht. Warte mal. Rika. Wer ist denn Rika? Was? Was? Ach, Kacke. In Trend? Nee. Nee. Ich reite jetzt bestimmt nicht nach Trend. Ganz bestimmt nicht. Das kannst du mal komplett vergessen. Das kannst du mal ganz geschwind wieder vergessen. Was ich mal eben mache, ist mein Pferd holen. Wo ist denn das eigentlich? Da ist es. Und mit dem kleinen Zossen hier geht jetzt wieder weg nach Heidel. Zum Stall. Und dann wird der... Dann wird mal ein bisschen, ne? Und so. Da reite ich jetzt hin und dann wird ein bisschen... Und dann kriege ich ein Babypferd. Ich bekomme natürlich kein Babypferd, sondern ich bekomme nach irgendwie 3 Stunden oder so steht dann da Fohlen abholen und dann klicke ich da drauf. Und dann habe ich einen Level 1 Pferd, was natürlich von der Größe her genauso groß ist, weil das nicht erwachsen wird. Also das wird nicht, das muss nicht erwachsen werden, sondern es ist fest. Es wird voll ausgewachsen geboren mit allem, was so ein Pferd besitzt. So, ne, komplett einmal. Ich weiß nicht, ob es irgendwo so ein Gnu gibt oder so ein Wiesel. Das wäre lustig. Also ne, da gibt es da nicht viel, was man noch machen muss. Das muss man nur noch hochleveln, damit man das dann weiter benutzen kann. Aber du musst es nicht, ja. Du musst nicht hergehen und es noch großziehen oder so. Sind ja nicht bei Pokémon. So, aber das ist jetzt öde und jetzt weiß ich nicht, was ich erzählen soll. Deswegen gehe ich jetzt her und mache ein... Deswegen geht die Folge jetzt 5 Minuten kürzer. Ist ja egal. Ich reite jetzt heil und mach das dann. Und dann dauert das eh ein paar Stunden. Und dann zeige ich euch das, was raus geworden ist. Müsste jetzt auf jeden Fall ein T3 werden zu 75%. Wenn ich ganz viel Pech habe, wird es ein... Nee, dann wird es ein T3. Ansonsten wird es auf jeden Fall ein T2. Ja. Das werde ich euch aber dann später zeigen. Ihr müsst eigentlich nur noch das... Weibchen auch noch in den Zuchtmarkt. Immer wichtig, nur für euch. Sonst können alle anderen es auch benutzen. Und danach
dann nur noch draufklicken, also das Weibchen anklicken, auf Anwenden und dann wird das gezüchtet. Dann haben beide drin, da steht dann da bla, irgendwas anklicken und dann sind die beide im Zuchtmarkt und dann kann man das Weibchen anklicken und das Female und dann kann man anklicken und sagen loslegen und dann, oder ich weiß gar nicht, wie der Knopf heißt, keine Ahnung, anwenden, okay, Start, wie auch immer. Und dann passiert das Ganze und dann dauert es über den Counter ein paar Stunden und dann kann man sein Fohlen abholen. Ja. Was da rauskommt, wie gesagt, ich kriege es hin, die, wenn ich dran denke, packe ich den Link unten in die Beschreibung, ansonsten erinnert mich dran nochmal bitte, dann kann ich euch den gerne posten, dann könnt ihr es einfach ausrechnen. Wie gesagt, angeblich gibt es laut dieser Liste noch keine T4-Pferde in Europa, aber dem ist, glaube ich, nicht so, sonst wäre das nicht von der offiziellen Seite in der Liste drin. Es gibt nur noch nicht viele. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir mal eins. Das wäre interessant. Ich bin sehr gespannt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.